Verdammte Pisser! Wichser! Wir reden hier über meine verfluchte künstlerische Integrität! Verdammt nochmal! Meine künstlerische Integrität! Verstanden! Also, die Zuschauer wollen erkennen, dass du es bist, Bruce. Das erwarten die. Und wir reden hier über eine Menge Geld. Was willst du damit sagen? Dass mich keiner wiedererkennen würde, Ben? Oh, wo ist Bruce hin? Hm? Ich erkenne Bruce nicht wieder. Oh, wo ist mein Lieblingsfilmstar? Ah, Sino, da ist er ja. Ich sehe ihn. Da ist er, der Typ mit dem Bart. Ja, ja, aber es gab Umfragen, Bruce, verstehst du? Und an die müssen wir uns halten. Das ist das Geschäft, da müssen wir durch, wir müssen das respektieren. Das sind Fakten. Es geht darum, sich in den Helden zu verlieben. Diese Geschichte hat Tradition, Bruce. Oh. Das ist alles und genau das versuche ich zu erklären. Wir reden über Muschis. So in etwa. Ich verstehe. Muschis sind gut. Ich erzähle dir was Lustiges. Ich lasse mir diesen Bart seit 6 Monaten wachsen. Ich habe jeden Tag 7 Tage die Woche Muschis gefögelt und es gab nicht eine verfickte Beschwerde. Ja, halt gefälligst die Klappe, Kerl. Hollywood-Produzenten, scheiß drauf. Ich hätte das natürlich wissen müssen. Natürlich. Ich hätte es wissen müssen. Typen ohne Fantasie. Und die glauben, die wüssten alles. Bruce. Du redest über Integrität? Reden wir über Integrität? Los, reden wir drüber. Reden wir über Integrität. Ich setz meine 3 letzten Filme gegen deine 3 letzten Filme. Wie wäre das, ha? Reden wir über Integrität. Du hast keine 3 Filme. Du hast überhaupt keine Filme. Und weißt du, wieso nicht? Du bist nur ein verfickter Produzent. Ja, wieso spenden wir nicht deine übertrieben hohe Gage dem verdammten Roten Kreuz? Das wäre für mich ein Beweis von Integrität. Was? Entschuldigung. Pisser, Verfluchte. Dämliche Schwanzlutscher. Jetzt soll ich den Bart abrasieren. Nein, nein, die wollen mich ohne Bart. Oh, wie wir sterben. Tragen wir in dem Film doch einfach keine Klamotten. Das wäre doch mal was Tolles. Was ist das hier für Verwandte? Mir war gar nicht klar, dass so viel bedeutet. Ja, ich glaube, er will es unbedingt. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, er wird sich nicht rasieren. Weißt du, in einer früheren Fassung des Drehbuchs sollte er einen Bart tragen. Fuck. In einer sehr frühen Fassung. Ja. Hey, jetzt wo das Video fertig ist, brauchen wir diesen Scheiß nicht mehr. Leckt mich, ihr Schwanzlutscher! Leckt mich! Sieht nicht so aus, als nein, der Bart ist doch eigentlich gar nicht so übel. Vielleicht ist er wirklich nicht so übel. Warum nicht? Ne?